Was ist denn so ein Moment, der in deiner Karriere oder überhaupt im Leben für dich besonders nachhaltig berührend ist? Also wenn deine Kinder dich mal fragen, Papa, was war so das Größte? Was würdest du sagen? Ich freue mich sehr über den Menschen, den Mann, den ich jetzt interviewen darf. 104 Spiele in der Nationalmannschaft, Weltmeister, zweimal Dritter in der Weltmeisterschaft. Außer dem Weltmeistertitel, Vize-Europameister, deutschen Pokal, dreimal englischen Pokal, dreimal Supercup. Was ich genauso wertvoll finde, ist Publikumsliebling, Mannschaftskapitän, er war Publikumsliebling in Bremen und in Arsenal. Man hat einen eigenen Song, die Fans haben einen eigenen Song für ihn. Da werden wir gleich drüber sprechen, das ist eine Riesenehre. Und er ist jetzt Leiter der Nachwuchsakademie des FC Arsenal. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt hier im Interview ist. Per Mertesacker. Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch sehr aufs Gespräch. Ich freue mich sehr. Ja, wir haben ein paar spannende Fragen, die ich dir gerne stellen möchte. Ich fange ganz einfach mal an, wenn ich über dein Buch nachdenke, was ich mit Freude gelesen habe. Gut, Per Mertesacker als Autobiografie macht das Sinn. Aber der Untertitel, Weltmeister ohne Talent, da muss man schon großer sein, wenn man sowas schreibt. Ja, ist auch ein bisschen spitzfinderisch gemeint, sozusagen, ne? Also man kann ja kein Weltmeister werden, sozusagen ohne Talent. Trotzdem habe ich mir gewagt, einfach mal auch zu reflektieren für mich. Weil früher war es so, entweder du warst ein Talent oder du warst auch keins. Und mir wurde oft das Talent im fußballerischen Sinne abgesprochen. Und deswegen war es ganz lustig für mich, einfach mal durch meine 30 Jahre im Fußball zu gehen, angefangen als vierjähriger Bub, der dann mit 15, 16 gesagt worden ist, es reicht nicht, du hast nicht das Talent, du sagst mal, um Profi zu werden. Deswegen habe ich das einfach mal mitgenommen und habe es dann am Ende hinten dran gepackt und gesagt, trotz diesem nicht vorhandenen Talent Weltmeister geworden, ist doch eine spannende Geschichte. Und deswegen war es für mich einfach ganz wichtig, mit diesem Buch einfach mal mit diesem Talentbegriff auch aufzuräumen. Vielleicht gehen wir da einfach mal weiter rein. Was ist denn für dich Talent? Weil üblicherweise wird man sagen, also spätestens mit 7 macht er 5 Tore pro Spiel oder Ja. irgendwas, weiß ich für ein Quark. Dass du Talent hast, ist ja gar keine Frage. Aber vielleicht nicht, dass man sagt, so der Jahrhundertspieler, wenn man ihn zum ersten Mal sieht. Ganz genau. Also ich habe natürlich damals auch gesehen, dass fußballerisch ich oft hinterherhing und dabei auch gesehen habe, dass es vermutlich dann in meinem Buch auf andere Dinge ankommt. Wie geht man mit Dingen um? Wie geht man mit einem Hype um? Wie geht man mit einer Verletzung um? Wie geht man mit einer Situation, wo man auf einmal eine Chance bekommt, eine riesige Chance? Wird einem das zu viel? Bereitet man sich ordentlich vor? Ich glaube, das war mein größtes Talent, wirklich Chancen zu nutzen, wenn wirklich Leute zugeschaut haben, die im Endeffekt mich weiterempfehlen würden, im Endeffekt. Deswegen habe ich mich da sehr spezialisiert. Also mein größtes Talent war, glaube ich, Chancen zu nutzen, wenn ich sie nutzen musste. Ich glaube, das war mein größtes Talent, um mit Dingen umzugehen, auch Niederlagen damit bestmöglichst umzugehen. Das waren Dinge, die ich besonders gut konnte und da war ich extrem talentiert. Deswegen dieser Talentbegriff wirklich, ihn nur auf den Fußball runterzubrechen, reicht heute absolut nicht mehr. Und wir müssen uns einfach mehr einfallen lassen und es besser beschreiben. Das war auch so ein bisschen mein Punkt auch im Buch, dass man da einfach auch sorgfältiger mit seiner Sprache auch umgeht. Jemandem zu sagen, du hast kein Talent, stimmt mit keiner Silbe. Deswegen war das interessant für mich, das nochmal zu beäugen. Find ich super, also dass wir den Talentbegriff einfach erweitern und Menschen, die uns zuschauen, viele sind Unternehmer oder arbeiten auch stark leistungsabhängig. Würdest du sagen, das gilt auch für andere Bereiche, auch für solche Menschen oder nur mehr für Fußball? Ja, nee, absolut. Also das gilt für alle Bereiche, ne? Fußball wurde es immer extrem damals runtergebrochen. Entweder du hast Talent oder du hast kein Talent, ne? Und das hat sich dann rein auf das Fußballerisch bezogen. Aber
das ist im Leben, im Fußball, im Leben, das ist genau das Gleiche. Ne? Viele Menschen werden einfach dann auch teilweise abgeschrieben, wenn es mal nicht so gut läuft. Aber die Menschen, die sich wirklich damit beschäftigen, mit sich beschäftigen, etwas Eigenes aufbauen zu wollen, jeder hat in sich Talent. Ne? Das muss uns immer wieder auch bewusst werden. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man immer wieder auch an sich glaubt, und dann sich einfach, wenn jemand das zu einem sagt, ist das okay, aber lass dir von niemandem jemals sagen, dass du irgendwas nicht kannst, ne? Und versuch dich einfach mit Menschen zu umgeben, die einfach positive Energie ausstrahlen und die dich eben auch weiterbringen. Negative Energie gibt es überall auf der Welt, und wird es auch immer geben. Es kommt darauf an, wie sehr du dich dem hingibst und dann auch einfach sagst, okay, die Leute passen nicht zu mir, ich suche mir andere Leute, da habe ich ein besseres Gefühl. Ich glaube, das ist das stärkste Talent, was man in sich hat und was man nutzen sollte. Und deswegen denke ich schon, dass das gilt für den Fußball, das gilt für jede andere Branche. Einfach Mensch sein und sich zu den positiven Dingen hinziehen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Super stark. Ich sehe, warum sie dich zum Leiter der Nachwuchsakademie gemacht haben. Ja, das Mindset, das ist ja so wichtig. Also was du da jetzt alles gesagt hast, könnte ich alles aufschreiben. Im Übrigen empfehle ich euch, dieses Buch zu lesen. Wenn ihr es nicht kennt, lest es, weil das, was wir lernen müssen, ist wirklich Mindset und von Menschen, die solche Dinge verstanden haben und dann ganz, ganz nach oben gekommen sind, da können wir nicht genug lernen. Nächste Frage, wenn wir vielleicht mal so ein bisschen chronologisch das durchgehen. Du hattest ja so einen Wachstumsschub gemacht und dann ist es ein bisschen schwieriger geworden im Fußball und dein eigener Vater hat dann gesagt, du schaffst es nicht, lass uns die Sache abhaken. Wie bist du damit umgegangen? Ja, also das wurde dann auch besprochen mit Trainern und mit anderen Leuten, die dann gesagt haben, nee, das wird nichts, das schafft es nicht. Und das kriegst du dann natürlich auch mit, ne, als Spieler sozusagen. Ja, was habe ich mir gedacht in dem Fall? Der Fußball war für mich ein tolles Hobby, schon immer. Ne? Und ich habe da nie von geträumt, mal Fußballprofi zu sein. Für mich war das viel zu weit weg. Also mir war das ein bisschen zu weit weg. Und ich habe andere Spieler gesehen, zu dem Zeitpunkt mit 15, 16, die waren einfach viel, viel besser. Das heißt, ich war sehr in der Realität drin, habe das als Hobby genutzt und habe dann auch gewartet, was meine Mutter dann, man hat da eine schöne Balance. Vater sagt dann, es wird nichts. Mama sagt, du machst jetzt deine Schule fertig und Fußball ist dein Hobby und dann sehen wir mal, wie das ausgeht. Ne? Also du brauchst dann auch so eine gewisse Balance und habe mich dann ein bisschen dann auch mehr von Mama in dem Zeit von Mama leiten lassen. Ne? Vorher war es mit 4, hat Papa mich zum Training gebracht und er hat ja alles auf den Weg gebracht sozusagen. Aber in dem Alter hat man sich dann so ein bisschen entwickelt, okay, Papa sagt nein, Mama sagt, ja, gucken wir erstmal. Ne? Dann habe ich mich so ein bisschen da auch ein bisschen eingelassen auf meine Mutter und meine Brüder, meine Freunde, ganz viele Dinge einfach aufleben lassen, die vielleicht nicht so sehr mit diesen 5-mal die Woche Training, Fußball, das schaffe ich eh nicht, Wachstumsfuge. Ich habe nicht wirklich stattgefunden. Deswegen habe ich mir einfach andere Dinge gesucht, die mir einfach in dem Moment viel gegeben haben. Ne? Ich wollte unbedingt mein Abitur machen. Das war so ein Ziel, das hatte ich vor Augen, um mal Sport zu studieren. Ne? Das war in dem Fall mein Ziel, wo ich gesagt habe, ich möchte mein Leben auf ganz viele Beine stellen. Ne? Nicht nur auf das Bein stellen, hier, du kannst mal Fußballprofi werden, was viele machen. Was viele einfach sehr naiv auch machen, was ich auch heutzutage in der Akademie auch sehr, sehr oft sehe. Das heißt, dieses Ganze, wie ich damit dann umgegangen bin, mit so einer krassen Aussage, du schaffst es eh nicht, das war halt mein großes Talent, was ich im Nachhinein rausgefunden habe. Deswegen war das für mich so, ja, ich habe es zur Kenntnis genommen und ich habe mich dann um andere Dinge gekümmert, aber im Hinterkopf habe ich immer auch gesagt, vielleicht gibt es eines Tages die Chance für mich, auch vielen zu zeigen, dass man nicht so sehr schnell irgendwelche Urteile sich erlauben sollte, ne? Weil der Mensch einfach auch unglaubliche Potenziale hat. Und ich kann dir sagen, innerhalb von 1-2 Jahren hat sich das Ding sowas von gedreht, dass ich auf einmal dann aus meiner Wachstumsfuge wurde dann nicht mehr nur der Schmerz, den ich jeden Tag gespürt habe, sondern auf einmal war ich raus aus dieser Fuge und habe dann mich nochmal extrem entwickelt zwischen 16 und 17 und war auf einmal auf gleichem Niveau, schnelligkeitstechnisch, von den Gedanken her und habe dann gedacht, oh mein Gott,
hier kannst du mithalten, jetzt musst du es anpacken sozusagen. Ne? Und das war mein großes Talent in dem Sinne, da mich nicht, mich nicht so leichtfertig auch wegdrücken zu lassen, sondern für meine Ziele, Abitur, Schule, mein Hobby zu kämpfen. Nicht so sehr für das Fußballprofi-Dasein, mehr für meine Ziele zu kämpfen. Und da war ich ganz stark drin. Also für mich zwei Dinge. Erstens, dass man Talent auch auf das Mindset ausweitet. Du sagst ja, das war mein großes Talent, damit umzugehen. Und das Zweite, was ich wirklich richtig cool finde, ist, so viele Menschen, die so einen Mega-Erfolg haben wie du, die sagen dann, ja, das habe ich von Anfang an im Auge gehabt und dann bin ich da drauf zu. Und du sagst ja in deinem Buch, das war eigentlich nur Plan B in diesem Moment. Und das hat dir ja viel Druck genommen. Und ich glaube, dass das auch denen Mut macht, die jetzt nicht ganz klar wissen, ich werde Weltmeister. Genau, ganz unheimlich wichtig. Natürlich braucht man Ziele im Leben, die man ansteuert, wofür man alles gibt, wofür man sich vorbereitet. Trotzdem gibt das Leben immer ein kleines Hintertürchen für Plan B, Plan C. Ich spreche gerne von Plan A plus, Plan A doppel plus, weil das gibt mir nochmal den extra Schub, dass wirklich das Leben kann in der kleinsten Sekunde, im kleinsten Moment eine andere Richtung nehmen und dann musst du da sein. Und dann musst du da sein, wenn sich eine kleine Tür öffnet, und dann muss man einfach auch teilweise, ja, die Ellbogen rausholen. Das musste ich auch lernen, weil ich war schon immer ein netter Kerl, werde es auch immer bleiben. Trotzdem musst du lernen, im richtigen Moment auch die Ellbogen rauszuholen und dich durchzusetzen. Ne, das war auf dem Fußballplatz so, das war während der Abiturzeit, der Prüfung so, das war während der Prüfungszeit so und dann im Abstiegskampf mit 96. Das sind Dinge, da musst du einfach durch und da musst du dich beweisen. Und da war ich extrem stark drin und da bin ich heute noch sehr, sehr stolz auf diese Momente. Viel spricht man ja über die Titel, die man gewonnen hat. Trotzdem gibt es diese Momente, auf die man extrem stolz ist und wo man weiß, die haben mich sozusagen auf diesen Weg gebracht. Was ist denn so ein Moment, der in deiner Karriere oder überhaupt im Leben für dich besonders nachhaltig berührend ist? Also wenn deine Kinder dich mal fragen, Papa, was war so das Größte? Was willst du sagen? Ja, auf dem Platz sicherlich, wie ich schon gerade angedeutet habe, natürlich Weltmeistertitel da zu stehen, wenn man es geschafft hat, dieses Gefühl einfach, da hat man schon eine gewisse Genugtuung für einen Weg. Trotzdem will ich gerne zurück auf diese Situation, Abitur zu schreiben am Freitag, Mathe-Klausur, 4 Stunden in einem Klassenraum zu sitzen und alles reinzuhauen. Nachmittags zum Training mit der Profimannschaft, Samstagnachmittag war dann Abstiegsendspiel gegen Eintracht Frankfurt. Das Spiel mussten wir unbedingt gewinnen. Gewinnen das Spiel, verhindern den Abstieg dadurch, damals noch mit 96, Ewald Lien. Das sind diese Momente, wo ich zurückschaue, da hast du wirklich unglaublich Tolles geleistet, ne? Als Sport da einfach sich weiterzubringen, sich alles verdienen zu wollen. Ne? Ich wollte nicht einfach in der Schule gehen und in der Deutschprüfung 30 Mal hochhalten. Das passiert alles. Ich wollte wirklich abliefern, mir das ganz klar verdienen, auch mein Abitur verdienen, um dann zu sagen, ich bin vorbereitet für die Zukunft. Was auch immer im Fußball passieren sollte, was auch immer mir passiert, ich bin vorbereitet. Aber natürlich kann ich sagen, wenn man den Weltmeistertitel hochhält, ist das ein ganz, ganz besonderer Moment für einen selbst. Trotzdem darf man nie vergessen, diese kleinen Momente, die dazu geführt haben. Und das ist für mich ganz entscheidend, was auf dem Platz passiert ist. Was ich meinen Kindern natürlich erzählen würde, außerhalb des Platzes ist natürlich die Geburt der 3 Söhne ist natürlich nochmal einen Schritt weiter von jetzt mal Fußball, beruflich, mal eine ganz andere Hausnummer und hat mich nachhaltig sehr, sehr berührt, wo ich natürlich heute immer noch von zehre. Also diese Momente wahrscheinlich werde ich in ein paar gute Nachtgeschichten dann auch einfließen lassen. Super. Ich habe ja, vielleicht können wir mal darüber reden. Es gibt ja auch Schattenseiten. Wenn man so einen mega Weg geht wie du, dann gibt es ja auch so Momente, da fühlt man sich nicht wirklich als Held. Ich habe gehört oder gelesen in deinem Buch, dass du wirklich auch Druck empfunden hast und dass sich das auch mal so ausgewirkt hat, dass du öfter dann vor einem Spiel auf Toilette gehen musstest. Ich habe sogar einmal gelesen, 1000 Mal mit Durchfall auf die Toilette. Ich glaube, dass es ganz gut ist, dass wir Menschen auch deutlich sagen, da musst du auch bereit sein, Preis zu zahlen. Ist das richtig?
Das ist auf jeden Fall richtig. Und natürlich zu der Zeit, wo ich klar immer wieder mit Durchfall zu kämpfen hatte, auch mit Erbrechen, so ein Syndrom, was mir kurz vorm Spiel immer wieder erfahren ist, damit musst du natürlich umgehen können. Ne? Einerseits kann man sich natürlich heutzutage externe Hilfe holen, wie man vielleicht Techniken für sich entwickelt, dass man damit besser umgehen kann. Aber man muss natürlich auch sagen, das sind Dinge, wenn die auf einmal 60.000 auf die Füße schauen, dann ist mir das schon bewusst, dass das in meinem Körper was freisetzt und ein gewisser Druck entsteht, den ich mir natürlich selber mache, weil ich natürlich top performen möchte. Ich will gut sein, ich möchte weiterkommen, ich möchte Erfolge haben, ich möchte erfolgreich sein. Das sind Dinge, na klar kann man sich darauf vorbereiten. Trotzdem muss ich mir sagen, die sind dann auch da. Als auch, dass man Verletzungen, immer wieder von Verletzungen zurückkommen muss, weil natürlich ist es so, der Körper als auch Seele, Geist sind da intensiv, sehr, sehr intensiv mit beschäftigt, sich da auch in gewisse Positionen zu bringen. Deswegen muss man ganz klar Opfer bringen. Ich würde es aber auch immer wieder tun. Ne? Ich würde es immer wieder tun, weil ich meinen Weg kenne und wie wichtig er war. Trotzdem, wenn ich jetzt auf meine Kinder schaue, werde ich versuchen, ihnen natürlich die volle Unterstützung zu geben. Aber von mir zu verlangen, dass ich unbedingt möchte, dass sie Fußballprofi werden, davon bin ich ganz, ganz, ganz weit weg. Ne? Weil ich weiß, was es mir gegeben hat, als auch, was es mir so ein bisschen genommen hat, ne? in meiner Art, wie ich bin. Trotzdem, ganz wichtig für mich immer war auch als Fußballprofi, meiner Verantwortung gerecht zu werden. Natürlich nicht nur meinem Verein gegenüber, meiner Familie gegenüber, auch der Nation gegenüber. Und dass das Druck, Erwartungen, die ich an mich selbst habe, die dann ich physisch als auch mental spüre, das ist mir klar. Und dafür würde ich immer wieder diese Opfer bringen, um erfolgreich sozusagen durch so eine Fußballkarriere zu gehen. Wenn du so extremen Druck hattest, hast du da irgendeinen Tipp, was du Menschen dann raten könntest? Also als Sprecher kenne ich das auch, wenn ich vor vielen Tausend rede, geht es mir vielleicht so wie dir damals, nicht ganz so, aber schon auch, das ist schon ja, speziell. Jeder ist halt total individuell, ne? Das muss man auch wieder sagen, ne? Und wirklich, da muss man auch vorsichtig sein, jetzt mit Mitleid oder wer da, also ich bin da, mir ist das völlig bewusst. Ich möchte einfach für die neue Generation, auch jetzt in der Akademie, ein Vorbild sein, offen darüber zu sprechen. Ne, das ist schon mal der erste Weg zur Besserung, wirklich offen dem gegenüberzutreten, sich dem bewusst zu werden, was ist individuell für einen da wirklich passiert mit dem Körper, wieder mehr zu fühlen. Einfach, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte für mich, zu fühlen, was das mit einem macht. Und natürlich gibt es heutzutage viele Leute, die einem helfen können, wo man das aber auch wieder ausprobieren muss, ne, ob das zu einem passt. Mir ist immer ganz wichtig, Dinge auszuprobieren, sei es mit der Ernährung, sei es mit Psychologen, sei es mit Sitzungen, die man macht, sei es mit Atemtechniken, sei es mit Dingen, die man für sich herausfindet, finde ich immer ganz, ganz, ganz wichtig. Und was mir immer extrem geholfen hat, war natürlich, je besser ich persönlich vorbereitet war für die Situation, je besser ich trainiert habe, je besser ich mich behandelt lassen habe, je besser ich wirklich mich auf den Gegner vorbereitet habe. Das sind alles natürlich Dinge, die kann ich aktiv gestalten. Ne? Wie sehr bin ich auch mit meinen Mannschaftskollegen vertraut? Vertraue ich denen, dass sie mich in jeglicher Situation halt auch unterstützen? Das sind natürlich Dynamiken, die kann man selbst kontrollieren und selbst beeinflussen. Deswegen hat mir natürlich wirklich ein Team immer sehr, sehr geholfen bei der ganzen Geschichte. Ne? Jetzt guckt man mal, natürlich Tennisspieler sind ein bisschen anders, aber Fußball ist immer noch Mannschaftssport. Und selbst wenn immer auch mir klar gemacht, wenn es nichts wird, ist es immer noch Mannschaftssport. Du bist niemals alleine verantwortlich. Das hat mir natürlich auch mal geholfen. Ja, aber auch super, dass du da Mut machst, dass man nicht sagt, okay, ich kann mit Druck nicht so gut umgehen, weil man andere verherrlicht, die so cool aussehen, sondern dass du da deine Wege gefunden hast. Und du hast gerade gesagt, Team, dass du, das habe ich gelesen, 10% von deinem Einkommen immer genommen hast, um ein Team um dich herum zu haben, um diesen Support zu bekommen, den du brauchst. Ist das richtig?